Herzlich willkommen zum Silvestervlog 2022-2023. Viel Spaß beim Anschauen von dem, was wir zu Silvester gemacht haben. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich wünsche jedem hier ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023. Lasst es krachen. Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Melkfett und willkommen. Enrico, ich grüße Sie. Heute ist ein besonderer Tag. Ich glaube, ich bin nach so einer halben Stunde ansprechbar. So, die Fahrt beginnt nun. Der Fahrer ist... Beleibt. Wie bitte? Das wollte ich hören. Servus. Und der Beifahrer ist... Auch beleibt. Und noch angetrunken. Ja, ich finde es wirklich krass, wie ihr immer diese Neuwagen irgendwo herbekommt. Ja, das Business. Kann ich dir einfach ganz genau sagen. Ich habe eine Sixt-Platin-Karte. Und dadurch kann ich von Appel und ein Ei mir jedes Mal einen Sixt-Mietwagen nehmen. Und ganz wichtig mit Vollkasko, dass ich die mit Absicht kaputt machen kann. Ja, jetzt sind es auf jeden Fall 3 Stunden, die ich nicht mehr ansprechbar bin. Mein Frühstück wollte ich eigentlich standesgemäß einnehmen, also diesen Apfelkuchen hier. Aber ich habe ja keinen Ausweis jetzt mit und der Schänder ist gesperrt für alle Spielbanken und Casinos deutschlandweit, weil er sich damals in den Spielsuchtzeiten mal sperren lassen hat und deswegen kann ich es nicht verspielen. Das ist gut so. Ja, sehe ich auch so. Und ich gebe dir nicht mehr Ausweis, weil ich bin nicht gesperrt. Egal, ich lasse mir jetzt trotzdem schmecken. Spaß, was will man machen? So. Also, kannst du einen Ausweis kurz haben, Bill? Ein was? Auf jeden Fall hier meinen Ausweis. Das Frühstück ist wirklich sehr schmackhaft. Und das ist eigentlich ganz traurig. Also, danke auf jeden Fall nochmal für die Entsperrung des Gerätes. Ich bin berechtigt. Ich bin geistig beschränkt. Der Automat hat mir bereits beim Rüberbuchen 20 Cent gestohlen. So, alte Hurensohn, das gibt's vor mir. Muss gesprengt werden. Henry, du meinst natürlich in Form der Jackpot-Knackung? Nein, mit Zerstörung und Gewalt. Ja, das ist absolut korrekt. Junge, wo bleibt denn der Pott? Oh, Junge! Geil, endlich wieder arbeiten. Mann, ey, ist dieses iPhone zu schön, ne? Ich will doch nur das gefühlen, Mann. Naja, also das ist wirklich mal ein Zeichen, es lohnt sich immer wieder. Die Kugelbombe kommt. Guten Morgen. Morgen. Junge, der echte Glatzenhoffi ist am Start. Der Kanzler. Mann, mal endlich sehen, das ist wirklich geil. Der Glatzenkanzler. Achso, übrigens nochmal an alle, die jetzt hier nicht mitgekommen sind, die hätten noch einen Platz frei gehabt, aber ihr habt ja nie gefragt. Vorsichtshalber, falls hört mein Anverlierer. Bei mir gibt's nochmal Ilkay Gündogan. Und was gibt's bei Enrico? Flashbringerise. So, wir sind jetzt am ersten Laden. Das ist hier. Ich werde da drin aber nicht filmen, weil die Leute alle sehr wütend schauen. Ich muss hier nochmal rein. Weißt du, was es da gibt? Zigaretten. Rest in Peace, Walter Frosch. Ja. Walter Frosch, bester Mann. Was ist eigentlich so euer Budget heute? 720 Euro habe ich mit. Ich habe ungefähr 2 Kreditkarten mit. Achso, die habe ich noch nicht mitgezählt. Also ich habe noch einen Kreditrahmen von 7.500. Der wird jetzt verschwinden. Ja, Mann. So, los jetzt hier. So, erste Einkauftour 880 Polanskis. Könnt ihr selber rechnen. Diese Rakete hier, Alter, ich bin sehr gespannt. Alter. Und eine 50 mm Kaliber Batterie. Das ist richtig krass. Ja, bei mir ist erstmal noch das Kleinzeug. Ich muss auf jeden Fall die PS3 sprengen, deswegen gibt's. Was? Magma. Ich habe eine PS3 mit vom Lemmle. Nee, doch. Da kommen schon die ersten dreckigen, miesen Nerds, die heulen. Für 30 Euro wird das Ding auf das Magma gelegt. Das heißt auch Magma. Und da werden wir mal gucken, wenn die dann noch nicht brennt, dann werde ich ein bisschen nachlegen müssen. Magma. Ein Pokémon aus der ersten Generation.
Ich habe hier Warrior of the World. Die Dame hat uns noch mehr reingepackt, ne? Echt? Die hat aus so einem Beutel immer so ganz kleine. Ach, Junge, was ist denn das? 46 Euro. Die mit der Zukunft und Zündschnur. Das ist echt geil. Ich weiß nicht, ich bin. Damit ihr uns Hackfressen nie wiedersehen müsst. Sind die anderen nicht da? Ich will sie wieder eine Stunde rum. Die sind doch an der M-Box immer noch. Alter. Lass mal weiter. Lass uns kaufen, ich muss übelst pinkeln. Erstmal in den anderen, ich weiß nicht, wie lange das aufhört. Ja. Der nächste Stopp ist hier. Und hier werden richtig fette Böller gekauft. Klopf, klopf. Das war jetzt Zufall, dass der Mann hier steht. Also, hier werden halt neben. So, hier wurde für 590 Polanskis eingekauft. Das alles hier. Und das auch. Und naja, also ich bin wirklich sehr gespannt. Jetzt geht's noch ins Kaufland und dann wird sich ein Platz gesucht, wo das alles vollzogen wird. Du musst zum Krieg werden, um den Krieg zu bezwingen. Wir wollen den Krieg hierher. Sylvester Stallone. Der Krieg, der wird heute in mir toben. Sylvester steht vor der Tür. Geht's heute eigentlich in Sektor? Mit dem Hector? Nee, auf keinen Fall. Oh. Heute gibt's Frühstück. Oh ja. Feinstes, fleischiges, beste Leben. Baguette Rixip. Glatznobby. Weil ich nicht gesponsert werde, wird jetzt einfach mal. Dünner Kanak, große Wumme. Ich kann das nicht mit dem Feuer. Hab dich lieber wie. Die Vorfreude steigt. Schmeckt. Schon wieder Zustände. Wir sind jetzt an unserem Stammplatz eingetroffen. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu stark. Junge, Junge. Ja gut, also ich glaube, die Musik ist aus. Ja, das ist so wunderschön. Eieiei. Nur zur Info, das ist schon ein ganzes Stück von da hinten. Statement? Arme Kamera, Alter. Sieht gut aus auf jeden Fall. Zeig mal. Ich würde gebraucht, sage ich, 20 Euro würde noch. Wir brauchen natürlich was, um die Raketen abzufeuern. Sorry wirklich für den Wind. Ist übrigens alkoholfrei. Das stimmt. Wie fühlt es sich so an als Sieger? Das Einzige, was ich gewonnen habe, ist ein Darwin Award. Rakete Rixip. Also eigentlich sollte da ja ein Fallschirm dran sein. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Sieht nicht so aus. Was soll denn das? Das erste Sturmfeuerzeug ist ja schon wieder mal ein bisschen mager. Alter, ist das geil! Oh Junge! Also Herr Seibt hat die richtige Flagge gehabt. Nochmal ein Single Shot Dumbum, wenn es hell ist. Wunderschön. Bulldoggerig Zip.
die sind definitiv Junge, laut. Das ist so. Junge. Die sind wirklich geil. Die Mehlpumpe. Was für ein Ding? Was habt ihr denn jetzt schon wieder aufgejagt? Wieder ein Stück zurück. Erzähl mal bitte, was wolltet ihr gerade machen? Ich habe meine Hose in Prag vergessen, als wir in den Puff gegangen sind. Und die wollten die gerade einfach verbrennen. Das ist wirklich unfassbar. Und ja, es sieht nicht so aus, als hätten diese Wasserflaschen es überlebt. Eieiei. Jawoll! Junge! Keine Ahnung, was jetzt kommt, aber die haben wieder rumgeschrien. Blindgänger Rixip. Das ist der dritte Blindgänger, glaube ich. Das war ein Blindgänger, Alter. Scheiß Blindgänger. Selber neben der Rennstrecke. Wobei das ganze Land der Rennstrecke ist. Alarm für Cobra Seibt. Zünde mal was hier, Brody! Es ist zu viel Wind, mein Schatz. Ja, hier, mach mal kurz rein. Wir nehmen den anderen. Was ist denn das? Ein Deber noch. Der war überraschend laut. Ich hab's jetzt nicht gekriegt. Ich hab's nicht. Ich sag mal, warte mal. Mach du mal was hier, was Schönes. Ich hab extra hier mein legendäres Ghetto My Level Mikrofon. Feuerzeug. Screaming Demon. Ihr dürft übrigens nie den Fehler machen, wie ich mal das Feuerzeug wegwerfen und das legale Sprengkraftzeug in der Hand halten. Ghetto My Level. Ja, auf jeden Fall nicht für Silvester gemacht, diese Feuerzeuge. Nee, das ist nur für starke Raucher. Schickt mir Sturmfeuerzeuge. Ach, Junge. Vorsicht. So, aber nicht innen rein. Rein kann jeder. Bam! So muss ein Reifen aussehen. Alle Driftkollegen wissen Bescheid. Nicht möchte. So, geht weiter. Alter, diese Vorrichtung. Ja. So. Ich komm da weg! Weg! Ich will gar nicht wissen, was genau die hier fabrizieren, aber das sieht absolut nicht gesund aus. Das sieht auf jeden Fall sehr professionell aus hier. Ja, das auf jeden Fall. Hey, wir müssen die Stinkbombe müssen wir noch richtig hinkriegen. Und jetzt kommen die Tuner. Die Tuner. Sag mal, was ist denn hier alles passiert? Okay, ja, na gut, das ist nicht so. Kotze im Strahl. What the fuck, Alter? So, ist das Fanpost? Ja, das ist nur Schminke. Und hier gucken wir, wie die Zündschnur genau. Ich zünde jetzt so einen Titan. Und dann werden wir mal gucken. Ja, warte mal kurz, bevor. Ist das eine Hühnerkeule? Selbstverständlich. Das war eine Hühnerkeule. Alter, Junge, was ist denn das? Ich warte das noch erst. Was ist denn das? Mehl. Das sieht aus wie so ein Klumpen, das ist der Koks. Das ist einfach nur wirklich wunderschön, was hier abläuft.
dieser Mann, diese Vorrichtung. Schrapneller Rixip. Achtung! Uwaga! 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 Max, Vorsicht! Nee, Uwaga heißt doch Vorsicht! Ach so, Vorsicht! Uwaga! Wo kommt denn dieser Mann jetzt her? Die nächste Explosion, die ihr aus der Ferne sehen werdet, ist dieser Aufbau hier. Cobra 12. Junge, Alter. Da ist ja nichts mehr davon übrig, Alter. Ist gar nichts übrig. Ah, Junge, Junge. Alter, das Ohr. Was? Das ist dein Ohr. Das ist wirklich faszinierend. Mahlzeit, Grüße! Oh, Junge! Ja, wer bin ich denn das? Hallo, Freddy! Junge Max! Allahu Akbar! Junge! Ja, ich denke mal, die Tomatensuppe ist auf jeden Fall fertig. Klopapier gesippt. Die sind ja als besser geklappt. Oh ja. Pisse. Ich liebe dich. mm No Limits. 80 Meter soll das auch gehen, da bin ich ja mal gespannt. Ja, das sollte man doch im Dunkeln machen. Dumbo Mini. So, jetzt der Mossad. Oder auch nicht. Ja, doch. Na, das war sehr mager. Und meine Finger sind jetzt völlig verschmiert. Ach. Petarda P500. Puma 2. Ui, ui, ui. Die sind sehr schmackhaft. Damit hier ein 15 Euro Objekt, legal. 8 Sekunden, 128 Gramm. Naja. Nur noch an erster Stelle Werbung. Junge, mach jetzt an! Ja.
Was ist denn das? Das habe ich auch persönlich genommen. Ja, ich glaube, die stand mal andersrum, Alter. Was zum Geier? TÜV sagt nein. So, jetzt haben wir 15 Sekunden 20 mm Schüsse. Aber ein bisschen länger. Hast du es gesehen? Ja. Die ist wieder einmal umgefallen. Ja. Also keine kleinen Batterien mehr. Nee. Das ist ja krank. Die haben zu wenig Eigengewicht. Junge. Das ist ja echt heftig. Enrico, was machst du hier eigentlich auf dem Unrad? Ich mache ein Feuer. Wie ist der Pegel? Ich habe eine volle Pfeffi in Tuss. Ach, die ist schon wieder leer? Die ist leer. Davon distanziere ich mich. Ich werde dann gleich rein urinieren. Ich finde diesen wilden Look von ihm herrlich. Das passt zu dem, was er tut. Junge, die Leute, die alles verböllert haben und jetzt ihre Motoren zerstören, das ist so schön. Ja, man muss ja irgendwie eine Alternative finden. Das ist schon wieder so ein wunderschöner Tag. Einer der geilsten Tage im Jahr, wirklich. Junge, Junge, Junge. Voodoo. So, hier wird noch von oben gefilmt, parallel dazu. Und jetzt gibt es diese beiden Raketen. Okay, die muss ja über die Drohne. Scheiße! Die Drohne runtergekommen? Ja, Mann, das war so knapp! So, jetzt kommt die Bazooka-Rakete. 30 Euro hat die gekostet und ich bin sehr gespannt. Hoffe ich, mein Guter? Das war krank. So, die Rakete sieht auch sehr interessant aus. Stellar heißt die. Diesmal filme ich aber von weiter weg. So was muss man wirklich genießen. Oh. Boah. Boah, Alter, die ist geil. Oh, Junge, Junge, als wäre die Glatze höchstpersönlich explodiert. 50 mm.
Nee, ist ein Krankenwagen, ein Glück. 64, 30 Meter, 20 Millimeter. Oh ja, das schmeckt. Grüße an Umbrella Corporation. RC5. RC5-Rick-Sip. Bomb. Bomb. Ja, danke übrigens für den Mietwagen. Ja, jetzt öffne ich mein erstes Bier und haben wir schon mal angestoßen. Es filmt schon. Ja. Ah, ja, ich komme. Wir stoßen gerade an. Mhm. Mein allererstes Bier heute. Das ist mir egal. Man muss diesen Moment so genießen, weil erstmal muss alles Gefährliche verballert werden, dann wird getrunken, genossen und geschüttet. Mhm. Wir sehen uns vorne wieder. Lech ist so schmackhaft. Topf. Wo fahren wir jetzt hin? Essen. Schöner Rico. Es gibt sehr, sehr schlechte Nachrichten. Das KFC hat schon geschlossen. Das ist wirklich traurig. So. Dann lass mal Rotze. Was ist mit Rotze? Oder das Schankhaus vorne, wo wir letztens rein wollten. Ich will die Rotze. Aber nur, wenn es weibliche Rotze ist. Weibliche Rotze ist... Halt doch mal die Fresse! So, ich wechsle jetzt mal die Kamera zum iPhone. Die andere hat kein Akku mehr. Bier wurde erworben. Wir wollten jetzt hier noch was essen, aber es hat einfach nirgends was offen. Deswegen fahren wir jetzt gleich nach Deutschland rüber und werden dort fein speisen. Hab hier noch was erworben. Enrico, ich habe ein Energy für dich. Bist du überhaupt noch... Okay. Ja, alles klar. Es ist 18 Uhr, Alter. So, jetzt wird nochmal genossen. Wir brauchen ein paar Minuten bis zum Restaurant. Mmh. Auch sehr schmackhaft. Enrico schläft, das Ohr wird geleakt. Für 850 Euro gekommen. Das ist der modernste und beste, den man haben kann. Für meine Software. Ich habe mir was drin gelassen. So, wir sind jetzt in Görlitz hier und der Laden, wo wir hin wollten, hat auch geschlossen. Wir werden wohl verhungern. Das einzige Restaurant, was noch 8 Plätze frei hat, ist das Spundloch. Hier gibt es kein Essen über 12 Euro. Das ist doch mal der verdammte Lifestyle. Ab dem Steuerstand haben wir heute eigentlich schon mal. Piss dich vor meinem Salz. Der Finger oben wird man nicht loben. Nein, das ist Finger weg vom Alkohol, heißt das. Chibidaya Springfield. Haben wir uns heute eigentlich schon mal genährt und gestärkt? Das ist doch schmackhaft. Mmh, so Junkerig-Salz. Camberg Eats und Paniererig Champignon-Bon. Mahlzeit! Das sieht doch schmackhaft aus. So, es ist kurz um 8. Wir haben jetzt gegessen. Enrico, wie geht's dir? Bist du ausgeschlafen? Ja, Kaffee. Ich zu schlafen. Ich will dir nicht mehr Tschüss sagen, fahr los. Ich will mich nur noch mit Energy verpumpen und auf Party gehen. Fick. Ich will euch nie wiedersehen. Auch einmal im Frohen. So, jetzt hab ich das andere auch gehört. Frohes Neues. Ich lieb dich auch. Richtig auch. Auch einmal und ciao. So. Erste Konversation 2022.
Das werde ich mir abspeichern. Scheiße, hier auf, Alter, Mann. Boah. Und das soll man jetzt einfach so saufen? Na, du äckst das jetzt und dann bist du wieder fit. Das sagt man so. Oh. Sich da direkt hier einen Abschluss aus dem Trinken, das aus dem Fenster zu schmeißen, oder? Nein, ist egal, er hat doch nicht erlaubt. Schön zu hören. Oh ja. Zurück in der Heimat. Jetzt gibt's noch deutsches Feuerwerk. Das Leben ist sehr hart. Das Beste, was du in Deutschland kriegen kannst. Kein Shoutout gegen dich. Nicht. Bierig bei Harry. Okay. Jetzt gibt's richtig Ärger. Fahr schneller, sie haben uns gleich, die haben uns gleich, Alter, die Bullen! Wir sind jetzt im Junggesellenhaushalt des Superfahrers. Hier ist es schön dekoriert, muss ich sagen. Sei. Hier gibt's auf jeden Fall immer Bier. Nein, Rico? Das ist ja gerade kaputt gegangen. Oh. Ich hab einfach nur aufgemacht, was hat der Peperonis, Alter? Boah! Ey, den nehmen wir mit dem Sektor. Das ist doch Licht. Kann ich damit an jemanden fingern? Also ich brech die ab und die. Hey, Mahlzeug. Bayreuth. Machst du mir bitte in Corona auch Bratan? Wo geht's denn jetzt hin? Zum Turm. Alter, wo sind die andere Munition, Paul? Ist das hier eigentlich egal? Was? Ja. Na, ich filme nur den Schraubstock. Wir schleifen unsere Bohrer, dass sie wieder bohren. Alter, diese Nüsse, die sind genauso verranzt wie die Nüsse des Mepfer. Henry! Stabiles Feuerwerk, Bratan! Ja, also jetzt ist mir gerade etwas Schrapnell durch die Mütze reingekommen und ich habe eine kleine Wunde am Schädel. Hier ist die Eintrittswunde und die Austrittswunde ist hier. Ja, das gehört halt auch dazu. YOLO! Gastgeberin Gap. Die Schiebermütze, wäre die jetzt nicht gewesen, wäre Max tot. Dann hätte sich das Projektil aber in deinen Kopf gebrannt. Verstehst du? Ich hoffe einfach wirklich, dass meine Hörfähigkeit wiederkommt bald, weil die ist gerade weg. Ich grüße übrigens Cold Driven, guter Mann. Ich werde dich eines Tages am Morgen. Die Polizei ist schon in Anmarsch. Oh, Mensch, nicht schon wieder. Da hört man schon die Sirenen, die haben zu tun heute. Sirenen sind übrigens mystische Kreaturen, die eigentlich... Haben wir eigentlich schon mal darauf angestoßen? Bleibende körperliche Schäden. Ich filme jetzt zufällig nur auf dich. Ich bin ein bleibender Schaden. Dorfred! Habt ihr noch eins für mich? Wir können uns das teilen. Teilen? Teile? Ja, ich hab AIDS, ist das ein Problem? Nö. Nee. Fizzy. Fizzy war da. Können wir bitte nochmal an den Meffer erinnern? Alter, der Mann chillt so verdammt derbe ab. Und die sehr angenehm. Die besten Bilder sind natürlich die, die mitten in der Hood gezündet werden. So. Jetzt sind wir da, mein linkes Ohr ist immer noch außer Betrieb. Passt immer auf euch auf, Leute. Sag mal, wurdest du auch getroffen? Ich bin unversehrt. Okay. Na, Junge, Gott, was so. Halt! Die Johnny Guinness Gin. Ach, andersrum. Alter, es ist kalt. Ja! Junge, das ist eine Babamische. Na gut, rein damit. Jedenfalls, ja, heute gibt es mal keinen Maiden Gin oder Gin 500, weil man sollte sich auch nicht zu sehr übertrinken mit einem wunderbaren Getränk, weil irgendwann hängt es ihm sonst zum Hals raus. Das ist wie mit Musik und mit Frauen. Und, ich wollte es gerade sagen.
Das Wichtigste ist, zum Jahresende lasst euch nie irgendwie nachsagen, sondern denkt immer dran, don't fret. Und los jetzt, wir dürfen das Feuerwerk der Stadt Dresden nicht verpassen. Die Stadt brennt. Achso, da scheint aber noch eine Power. Also die Mische ist wirklich stabil. Ich hab quasi Glasflaschen geworfen. Hab ich gern gemacht. In 10 Minuten ist es 0 Uhr. Und dann müssen wir über der Elbe sein. Ich hoffe, die Stadt Dresden hat ein schönes Feuerwerk für uns vorbereitet. Ich sag dir gleich, die Stadt Dresden hält nichts für uns bereit, außer Kummer und Leid. Noch 5 Minuten! Oh, Alter! Junge, vom Rathaus! Alter, was geht ab? Junge! So ein Feuerball, Junge! Dürfen wir hier eigentlich laufen? So, ja, es ist kein Fußweg. So, es ist jeden Moment soweit. Los jetzt hier! Don't tread! I'm never gonna miss you again. Jawohl! Es ist 0 Uhr! Haben wir uns heute schon mal geküsst? Verpisst euch! Ein frohes Neues. Junge. Kennt ihr Bratan? Haben wir schon mal aufs neue Jahr angestoßen? Ganz vergessen. Ja, ist schwierig. Los, jetzt sind wir auf die Brücke. Ich laufe übrigens im T-Shirt, weil es warm ist. Oh, Alter. Junge, ist das geil. Wir haben 20 Grad im Dezember. Danke Greta. Überall an der Elbe entlang. Wahnsinn! Oh mein Gott! Wahnsinn! Hier wurde sich echt ins Zeug gelegt. Ja, die haben sich informiert. Die wissen, was da ist. Junge, Junge. Liebe Grüße aus dem Szeneviertel. Los, jetzt hier haben wir schon mal gebührend aufs neue Jahr angestoßen. So viel dazu, dass wir nie in der Neustadt sind. Ich bin übrigens nur Mono unterwegs. Boah, Alter. Was ist bei dir? Was? Wie schnell ging das bei dir? Ich fülle meinen Mundraum und schlucke dann in 3 Teilen. Ach so, ich genieße mal so ein bisschen. Naja, also ich würde jetzt grundsätzlich sagen, dass wir uns auf den Weg machen sollten. Ja, in den Sektor. Rodrigo! Ey, ich bin klinisch tot. Boah, Alter, wer war denn das jetzt? Scheißegal. So, diese Straßenbahn ist massivst überfüllt. Die Leute, wir müssen jetzt hier rein, Alter. Number. We have to go in now. I demand immediate let go inning. No. No.
Haben wir eigentlich heute schon mal? Eingefickt. Nee, ich noch nicht. Also mein linkes Ohr macht gerade richtig Probleme. Ich trage T-Shirt im September, im Dezember. Ja, dieser Mann ist übrigens mein linkes Ohr. Alter. Der Mann ist taubstumm. Stumm bin ich auf jeden Fall nicht. Leider. Aber ich muss extrem urinieren. Und Enrico, wie geht's dir? Ich habe eine Prostituierte ermordet. Haben wir heute schon mal angestoßen. Das ist übrigens Wodka Mate. Das trinkt man so in Szeneclubs. Enrico! Szeneclub. And I'm never gonna meet you again. Thank you, guys. Lots and people. Ach Leute, ihr wollt gar nicht wissen, was für Dinge hier noch passieren. Das sind wirklich Sachen, die gehören eigentlich nur in die Erfahrungsberichte von Hector Panzer. Prost, Mike Fett. Und guten Morgen. Es ist übrigens 6.20 Uhr. Junge, dieser gottverdammte Brennpunkt, Alter. Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet, Alter? Ich hoffe, ich komme noch nach Hause. Ich hasse mein verdammtes Dasein. Es ist... Alter, hier gibt es nur 4 Etagen. Es gibt nur... Warum habe ich 2 gedrückt? Alter. Ich hoffe, ich überlebe das. Alter, es gibt absolut definitiv kein Statement zu dem, was hier passiert ist. Und frohes Neues. Junge, Alter, die Hood. Die Hood ist zugeböllert. Hier sieht's aus. Das ist ja krank. Diese verdammte Parallelgesellschaft. Alter. Das ist. Ich bin in. Alter, Junge, ich bin einfach im Viertel des Grauens erwacht. Junge, Alter, wenn das Jahr so losgeht, das ist kein gutes Zeichen. Das ist absolut kein gutes Zeichen. Frohes Neues.